Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskopen anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent oder die Planeten sich befinden oder bei diesem Jahreshoroskop, die Bewegung, die Planeten. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Iliara, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, symbolisiert dein Geburtshoroskop, bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist ein Seelenplan und ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Also in diesem Bild ändert sich nichts. Aber du änderst dich und bewegst du dich in dein Leben in 7 Jahren Perioden. Alle 7 Jahren sind anderen Themen wichtig, anderen Begegnungen haben wir und wir bewegen uns schlicht einfach auf einen anderen Boden. Bei dir ist gerade die Zwillingsperiode begonnen und in den kommenden Jahren hast du diese Energie und das ist die Leichtigkeit, das Spielerische, die Neugier, viele Kontakte, viel in Bewegung, kleine Reisen, kleinere Veränderungen in dein Leben. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch, wobei bei Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben, die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Also diese Bewegung, diese Transitbewegung löst etwas aus und genau das, was wir betrachten. Ich starte September 2019. Uranus bewegt sich immer wieder. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen dort, wo in deinem Geburtshoroskop die wieder befindet. Und das ist die Arbeit, die Gesundheit, den Alltag zu bewältigen. Du kannst mit beruflichen Veränderungen rechnen in die kommenden Jahren. Uranus ist momentan rückläufig, das bremst oder hat mit Vergangenheit was zu tun. Rahu und Ketu bewegt sich auch. Ich nehme die beiden Mondknoten raus aus diesem Horoskop, weil ich habe die Karte nur einmal und ich brauche bei dieser Bewegung zum Zeigen, wo die beiden Mondknoten gerade befinden. Rahu befindet sich in Zwillingen bis Ende 2020 und hier hast du karmischen Themen, was Rahu aktiviert. Das hat mit deinen Gefühlen was zu tun, mit Mütterlichkeit was zu tun, mit deinem Mutterbild was zu tun, aber kann auch Ämtern bedeuten oder eine erbschaftliche Situation. Möglich ist, dass du hier Erneuerungsprozesse hast, karmischen Lernaufgabe, neue Erkenntnisse. Anfang September ist Sonne, Mars, Venus und Merkur noch im Löwe, dann übergeht das im Jungfrau, aber ich setze die Karte so ein, wie Anfang Monat das ist. Also das bedeutet Sonne, Mars und Venus, aber auch Merkur sind im Löwe.
ziemlich viel Energie, was hier Löwe aktiviert und dein Zehnte raus aktiviert. Und das bedeutet, Anerkennung zu bekommen. Und Öffentlichkeit bedeutet auch deine Berufung, vielleicht sogar die Suche nach einer beruflichen Veränderung. Jupiter bringt Glück und vergrößert etwas. Jupiter ist in Skorpion. Und das heißt, du bist jetzt wahrgenommen. Du hast viel mehr Chancen, Möglichkeiten, gerade in dein Leben, und hast du auch eine optimistische Haltung. Saturn und Pluto befinden sich im Schütze und die absteigende Mondknoten auch. Die absteigende Mondknoten bleibt bis Ende 2020 hier im Schütze, also hast du hier auch karmische Themen. Das hat mit Reisen was zu tun oder eine innere Reise, Neuorientierung. Und bei zweiten Lebensbereich bedeutet auch Werte, Besitz, Selbstwertgefühl, Finanzen. Das sind die Themen, was hier aktiviert wird. Neptun befindet sich im Wassermann, noch rückläufig, das bremst etwas. Und das heißt, wenn du etwas verändern möchtest in Wohnsituation oder möchtest du etwas verschönern oder deine Träume verwirklichen oder möchtest etwas gründen, dann Neptun bremst es bis November, aber dann ab 28. November dreht sich die Richtung und das kannst du schon verwirklichen. Saturn ist bis 19. September rückläufig, dann dreht sich die Richtung, kommt Vorwärtsbewegung und das spüren wir alle. Immerhin, Saturn wirkt auf unserem Schicksal und du erlebst es im Alltag oder in beruflichen Situationen. 22. September ist Halbmond im Stier und das befindet sich hier im siebten Lebensbereich, wo um Verträge handelt und um Partnerschaft handelt. Dieser Halbmond löst Spannung aus. 28. September ist Neumond im Löwe. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation über deine Selbstdarstellung und über deine Ziele, über deine Berufung hier im Löwe. Oktober 2019. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Mars und Venus sind die beiden Liebesplaneten. Das kann um die Liebe handeln, dass hier mit Jungfrauenergie kommt etwas in Ordnung und das entspricht auch deinen Wünschen. Eventuell ist es auch möglich, dass im Freundeskreis ändert sich etwas. Und das bedeutet, im Geburtshoroskop ist Mars und Venus die Liebe. Venus ist das Weibliche und Mars symbolisiert der Mann. Und bei diesem Transitbewegung kann aber auch eine andere Frau sein oder andere Männer außer der Partner, wie zum Beispiel ein Kollege oder ein guter Freund. Und diese Begegnung ist auch möglich in Freundeskreis, Bekanntenkreis. Und die Monatsthema ist hier, deine Wünsche leben, etwas in Ordnung zu bringen, etwas kritisch zu sein, was deinen Bekanntenkreis oder eine Gruppe betrifft. Merkur befindet sich im Waage. Waage ist im 12. Haus, das ist Rückzug. Also halte die Sprache zurück, schweige. Im 12. Lebensbereich sind auch die Geheimnisse. Bei Merkur-Energie ist entweder etwas Lernen oder Kommunikation, dass du erfährst etwas
von Geheimnissen. Im 12. Lebensbereich sind aber auch die geheimen Feinde, und es ist auch möglich, dass du das auch hast, und sie sprechen über dich hinter deinem Rücken. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Halbmond ist Spannung. Hier im Schütze, im 2. Lebensbereich, wo um die Werte und Finanzen geht, in diesem Tag nichts investieren, auch nichts unterschreiben, was mit Geld zu tun hat. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Vollmond bedeutet, da wird etwas beleuchtet und da sollen wir auch hinschauen. Das sind Fischenthemen, etwas im Fluss zu bringen, in Vertrauen bleiben, die Kreativität leben und Thema Kindheit oder die Kinder kommen noch dazu. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen. Halbmond ist Spannung. Das kann bedeuten, dass du möchtest etwas festhalten, sollst du aber davon verabschieden. Oder hast du ämtliche Themen und das ist nicht einfach zum Regeln, das hat auch mit Geld was zu tun. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau und das heißt Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, Themen sind deine Wünsche oder Freundschaften. November. Mars bleibt noch im Jungfrau. Sonne ist im Waage und zeigt Monatsthemen. Monatsthema ist inneren Gleichgewicht. Dazu benötigst du die Ruhe oder ein gewisser Rückzug. Bedeutet noch anderen Themen wie Gerechtigkeit oder Partnerschaft oder etwas ausgleichen, vergleichen, in Gleichgewicht bringen. Merkur und Venus ist in Skorpion und das hat einen Einfluss auf dein Aussehen, auf dein Auftreten, so bist du auch wahrgenommen und mit Venus-Energie entweder verschönerst etwas, neue Haarschnitt oder anderen Kleider. Dann kommen auch noch die Gespräche dazu, das vermehrt sich, die Kontakte, die Kommunikation oder hat eine Frau einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder bremst das alles und man wartet auf eine Nachricht und wir müssen geduldig sein, das ist alles so zäh, das geht nicht voran, die Handlungen, die Termine oder Verträge oder Gespräche. Möglich ist aber auch, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit, das kann auch diese Frau sein, oder es wird ein alter Thema wieder angesprochen. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. Ab 28. November ist dann Neptun auch direktläufig, ändert sich die Richtung und ermöglicht, unseren Träume zu verwirklichen, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Halbmond bedeutet Spannung und das erlebst du dort, wo im Geburtshoroskop die Steinbock befindet und das ist die 3. Lebensbereich. Dich durchsetzen oder behaupten oder Spannung in eine Schulung oder Stress mit Verwandten, all das ist möglich. 12. November ist Vollmond im Widder. Vollmond bedeutet genau anschauen und das sind Widder-Themen, das kann auch Neuanfang sein oder Kraft und Mut zu zeigen. Dazu kommt noch die Alltag, die Arbeit, Gesundheit, die berufliche Situation. 19. November ist Halbmond im Krebs. Das ist hier im 9. Haus, wo das um Reisen geht, Ausland, Auslandskontakte. Da entsteht diese Spannung. Oder
wenn das um deinen Glaubenssätze handelt. Ja, ich glaube daran gar nichts. Das kann natürlich auch diese Unsicherheit auslösen. 26. November ist Neumond im Waage. Neumond bedeutet Rückzug, Meditation, gerade hier im 12. Lebensbereich die Ursache an etwas erkennen, die Zusammenhänge oder in die Tiefe schauen oder schlicht einfach dich erholen. Dezember 2019, Sonne übergeht in Skorpion und zeigt die Monatsthemen. Und Monatsthema ist dein Selbst und deine Selbstdarstellung und dein Aussehen. Mars und Merkur ist im Waage. Und das kann bedeuten, dass dieser Mann schweigt und ist im Rückzug. Oder du erfährst Geheimnisse, weil dieser Mann erzählt seine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast, die reden über dich, und mit dieser Mars-Energie sollst du dich aber behaupten. Und Jupiter und Venus, die beiden sind dann im Schütze. Jupiter ist der große Glücksplanet und Venus ist die kleine Glücksplanet, und da hast du Glück in Finanzen. Aber Jupiter neigt dazu, etwas zu übertreiben, und Venus neigt dazu, schöne Dinge zum Kaufen. Und es ist auch möglich, dass du etwas mehr Geld ausgibst oder neigst du dazu, etwas mehr einkaufen in die Richtung, was dich begeistert, schöne Dinge zum Kaufen. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Und diese Spannung erlebst du zu Hause. Möglich ist auch, dass alle sind so hektisch und du brauchst die Ruhe und ziehst du dich zurück. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Vollmond bedeutet genau dahin schauen. Und das sind Stierthemen wie Besitz und Finanzen oder den Tag genießen. Und dazu kommt noch Liebe, Partnerschaft. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Die Spannung ist hier ganz oben, wo um Anerkennung handelt. Und du hast in diesem Tag das Gefühl, alle übersehen dich, du bekommst zu wenig Anerkennung und das macht auch unsicher. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Halte das Geld zurück. Oder du sollst du nachdenken über deine eigenen Werte, über deinen Besitz, über Finanzen. Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Und das kann bedeuten, dass ein Mann einen großen Einfluss hat auf dich. Oder du spürst diese Kraft und mit dieser Kraft kannst du dich behaupten. Möglich ist auch, dass du Sport oder die Bewegung spielt eine Rolle. Sport und Bewegung, das ist auch Mars-Energie. Merkur und Sonne ist im Schütze. Monatsthema sind die Finanzen und bei Merkur ist möglich, dass du Gespräche hast über Finanzen, über Werten oder unterschreibst einen Vertrag. Jupiter bleibt im Schütze, Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und das kann bedeuten, du sollst dich behaupten gegen Konkurrenten oder hast du eine Rivalin. Möglich ist auch, dass du Kontakt hast mit einer oder mehreren Frauen auf einer Reise oder auf einer Schulung oder jemand von Verwandten. Februar 2020.
Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist dich durchsetzen, dich zu behaupten oder Bildung oder Austausch von Informationen. Merkur und Venus ist im Wassermann und das heißt, du verschönerst etwas zu Hause oder hast du schöne Gespräche mit einer Frau. Möglich ist auch, dass hier ein Vertrag unterschreibst und damit hast du auch Glück. Venus bringt auch Glück. März 2020. Venus ist im Widder und das kann bedeuten, dass du die Liebe lebst und das hat mit deinem beruflichen Umfeld was zu tun oder du lebst deine Kreativität in Arbeit oder hast du Kontakt mit einer Frau im beruflichen Umfeld. Möglich ist auch ein Termin bei Frauenarzt. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist dein Zuhause, deine Wohnsituation. Und Merkur-Energie bedeutet Gespräche in dieser Hinsicht oder ein Vertrag. Mars ist im Schütze. Und das kann bedeuten, dass du dich behauptest, was die Werte betrifft, oder in einer finanziellen Lage oder dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf deinen Besitz, auf deine Finanzen oder kommt da Wertschätzung. Saturn und Pluto ist im Steinbock. Und hier hast du dann in den kommenden Jahren deine Lernaufgabe und das ist die Schule des Lebens, dass du dich durchsetzt, dass du dich behaupten kannst. Möglich ist auch, dass du Bildung anbietest, Schulungen, Seminare oder dass du teilnimmst auf Schulungen. Es ist Austausch von Wissen, Austausch von Informationen. Aber bedeutet auch die Schule des Lebens, dass du in den kommenden Jahren lernst, dich zu behaupten, nicht davonlaufen, sondern Kraft zu zeigen. April 2020. Mars ist im Steinbock und das bedeutet entweder, dass du Kraft zeigst und hast du Mut, dich zu behaupten, oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf dein Leben. Habt ihr Kontakt, begegnet euch in einer Schulung oder im Internet, weil hier handelt es sich auch um Medien. Sonne und Merkur ist in Fische. Monatsthema ist deine schöpferische Kraft, deine Kreativität, deine Lebensfreude oder die Kinder. Und Merkur hat einen Bezug zum Kinder und Jugendlichen. Venus befindet sich im Stier, im Lebensbereich Liebe, Partnerschaft. Also Liebe, Partnerschaft wird ganz groß geschrieben im Monat April. Mai 2020, Venus bleibt im Stier. In dieser Zeit, Frühling 2020, ist mal vorwärts bewegend, mal rückwärts bewegend und ziemlich lang bleibt im Tierkreiszeichen Stier und aktiviert bei dir die Thema Liebe, Partnerschaft.
Mars bleibt im Steinbock und Merkur Sonne ist im Widder. Monatsthema ist dein Arbeit. Mit diesem Merkur-Einfluss ist möglich, dass du da Vorstellungsgespräch hast oder ein Arbeitsvertrag. Aber es handelt sich auch um Gesundheit, das kann auch Arzttermin sein. Juni 2020. Mars befindet sich im Wassermann. Das kann ein männlicher Besuch sein oder ein Handwerker im Haus. Oder du zeigst deine Kraft, kannst du dich behaupten und das gibt dir die Basis, die Fundament, du gründest etwas. Oder du setzt dich ein und das Thema ist deine Wohnsituation. Venus und Sonne ist im Stier, Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft. Mit Venus Einfluss sowieso. Und dazu kommt noch die Stierthemen, die Ruhe bewahren, den Tag genießen und auch Besitz, um die Besitz kümmern, etwas befestigen, aber nicht festhalten. Und Merkur befindet sich in Zwillingen. Entweder lernst du loslassen, befestigen, das heißt, die wichtigen Dinge im Leben, was für dich wertvoll ist, das befestigen und all das, was du nicht brauchst, was dich stört, das aber loslassen. Bei Merkur-Energie hier kann auch um Erbschaft handeln oder Terminen, Verträgen mit Ämtern und es hat immer mit Geld zu tun. Juli 2020. Ich habe vergessen, etwas zu erwähnen. Zwar, Jupiter ist ab Mai im Steinbock und dann ab Juli 2020 mit einer Rückläufigkeit kehrt aber wieder zurück zum Schütze. Nicht nur Jupiter kehrt zurück zum Schütze, sondern auch Pluto. Pluto wird auch rückläufig und ist wieder im Schütze. Jupiter bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten und Pluto zeigt auf dem Wesentlichen konzentrieren und ab Juli ist die Werte, die Selbstwertgefühl, aber auch die Finanzen. Mars übergeht in Fischen und das kann bedeuten, dass du dich einsetzt für die Kinder oder Jugendliche oder hast du mit einem Mann die Begegnung und er schenkt dir die Lebensfreude und das kannst du auch genießen. Und was ändert sich noch? Merkur und Sonne ist in Zwillingen. Monatsthema sind hier um die Ämter kümmern, diese Termine wahrnehmen oder eine erbschaftliche Situation oder, wie ich schon sagte, loslassen, befestigen. Das sind die Erneuerungsprozesse. Eventuell kommt Thema dazu, Sexualität, das gehört auch zum achten Lebensbereich und Venus bleibt im Stier. August 2020. Sonne übergeht im Krebs. Monatsthema ist entweder eine Reise oder Spiritualität. Kann auch Auslandskontakte sein. Merkur und Venus befinden sich in Zwillingen. Und das sind Gespräche, Termine, da hast du mit einer Frau Kontakt,
Das sind auch Ämter, das hat auch mit Geld was zu tun. Oder lernst du dein Weiblichkeit leben und die Liebe, Partnerschaft, auch das Intimität auch genießen. Liebe Iliara, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.